Buongiorno aus Sizilien. Wir starten heute unsere erste Foodtour. Willkommen zum neuen Video. Wir starten heute unsere Foodtour im Mercato del Capo. Bist du bereit? Absolut. 2019 war ich das letzte Mal hier. Genau, wir waren nämlich, unsere ersten YouTube-Videos haben wir hier gedreht und auch genau hier auf dem Markt. Und wir wollten einfach so eine kleine Revival-Tour machen. Der Mercato del Capo ist einer der kleinsten Märkte hier in Palermo und dafür trotzdem sehr authentisch und man kriegt hier auf jeden Fall authentisches Streetfood aus Sizilien. Ich habe schon Hunger, du? Ja. Ich würde sagen, let's go. Wir starten unsere Foodtour mit einem Fruchtsaft. Und zwar gibt es hier Granatapfel, Orange, Pomelo, Blutorange, alles Mögliche. Wir brauchen hier etwas Frisches, um gleich was Schönes, Deftiges zu probieren, oder? Okay, perfekt, grazie. I take uno. Da hinten stehen sie richtig geil. Dass wir schon ein bisschen Power drin haben im Ärmel, ne? Kleines Workout. Guck mal, der will nur 3 Euro haben. Die anderen wollten 13 haben für 3. Perfecto, grazie. Und schmeckt? Das sieht aus wie so ein Sangria. Ja, mit ein paar Eiswürfeln kommt dem schon ziemlich nahe. Schmeckt echt, also es ist relativ süß. Ich bin noch mehr O-Saft. Ja, ich liebe Granatapfelsaft. Grazie. So können wir auf jeden Fall den Tag starten. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Granatapfelsaft enthält extrem viel Eisen und Vitamin C. Also perfekt, um die Müdigkeit zu bewältigen morgens. Wir schauen uns mal an, was wir sonst noch hier finden werden. Auf jeden Fall eine einzigartige Atmosphäre, oder? Ja, ich habe gehört, wir haben auf jeden Fall ein fettes Organ. Ja. Cheers, salute. Fisch. Ist das Sardines? Okay. Vergine inside the cheese, carbonara, pistachiosa. Okay, pistachiosa. Sì. Con pasta e pistachio? Bravo. Okay. Bene. Chicken. Artichoke. Perfetto. Broccoli? Yes. Okay. Caponata tipica? Okay, perfetto. 10 minuti. Okay. Wow. Also Leute, ihr seht, die Auswahl ist immens. Und das Lustige ist, wir haben in dem Restaurant auch schon vor 5 Jahren gegessen. Die Besitzer können sich noch an uns erinnern. Chi è il nome? Filippo, Patrick. Patricio. Also Filippo wird uns gleich bedienen und wir haben hier eine richtig große Auswahl an sizilianischer Küche. Es gibt hier Auberginen, die gefüllt sind mit Pasta und Pistazien. Viele Leute, die sich hier auch noch tümmeln. Wir haben Gambas und wir haben auch noch eine riesengroße Auswahl an Fischspeisen. Wir haben sogar Austern, Muscheln und Arancini di Pistacchio. Ich glaube, wir müssen es erstmal kurz mal sacken lassen und uns überlegen, was wir jetzt gleich bestellen. Weißt du schon? Erzähl. Ich möchte Bruschetta, Arancini
Hi guys, perfekt. Weißt du, was ich auch noch mochte? Da hinten ist zum Beispiel noch ein Salat mit Tomaten. Komm, wir gehen mal da vorne hin. Den fand ich nämlich noch weiter da hinten. Genau. Der sieht sehr gut aus mit den frischen Markttomaten, oder? Und hier gibt es sogar noch Oktopus, der sieht ein bisschen skurril aus, aber gehört natürlich auch zur sizilianischen Küche. Ja, ein bisschen schon, ne? Ein bisschen außerirdisch. Boah, Leute, ich bin total überwältigt. Okay, sollen wir auswählen? Okay. Ja. Nee, du kannst auch auswählen. Okay, yes. Perfekto. Lasagne? Lasagne. Mozzarella? Ja. Mit Pistachio Mozzarella. Was möchtest du? Con Pistachio. Ja? Ja. Ja. Ein oder zwei? Ciao. One E salata? Salata di tomato? Sì. Spettacolo dei spettacoli! Tre? Sì. Perfetto. Signoras, wir haben uns jetzt gerade schon mal hingesetzt. Und ich müsste lügen, wenn ich nicht überfordert wäre von der Auswahl und von dem Ambiente. Es ist schon so, dass man das erstmal sacken lassen muss. Aber irgendwie eine tolle Atmosphäre, der Markt, der lebt, alle schreien hier rum, jeder spricht dich irgendwie an. Und dann sich einfach hinzusetzen und nach draußen zu schauen, wer hier vorbeiläuft und einfach die Interaktion zu spüren, richtig traumhaft. Was haben wir bestellt? Also wir haben einmal Tomatensalat mit Zwiebeln, also verschiedene Tomaten, Bruschetta, Lasagne, Ah, das war's. Oder? Das ist ja schon mal was, oder? Perfekter Start für die Food Tour. The carne. Leichte Überforderung. Bellissimo. Wow. Ich werde hier komplett gefüttert. Yeah, really good. What do you think? A little bit of everything. We have been here 5 years ago, exactly at the same spot. So we do like a little revival. Nice. Yeah. Where are you from? Sardinia. Ah, Sardinia. We've been there 2 years ago or 3 years ago. Also beautiful. Germany. Una vetrina. Ich habe gerade ein bisschen hier vom Tresen gefilmt und dann bist du auch schon direkt gefüttert. Was eine Atmosphäre. Ich weiß gar nicht, was die da alle 5 Sekunden kriegen. Ja. Aber wir haben gerade gesagt, dass wir 2019 hier waren und wir haben seitdem gefüttert. Genau, einfach direkt ein Top-Kamera-Bonus, wenn ihr mal hinkommt, definitiv mit einer Kamera. Und die Atmosphäre ist traumhaft, weil hinten ist auch noch die Küche und die kommen die ganze Zeit mit irgendwelchen warmen Speisen und lassen uns probieren. Einfach nur traumhaft. Ich würde sagen, salute. Auf einen schönen Trip. La dolce vita. Ich glaube, wir haben noch Arancinis bestellt, ne? Oh, Stella schneidet die Lasagne an. Die sieht traumhaft aus, ja. Ich habe schon genug getestet, jetzt bist du dran. Die nächsten 5 Jahre. Mega. Voll cremig und trotzdem außen so knusprig und richtig intensiv vom Geschmack. Okay, ich muss jetzt auch leider wieder probieren. Lasagne, first try. Boah.
Also ich übertreibe jetzt nicht, wenn ich sage, die ist sehr, sehr cremig. Es ist die Bechamel. Das ist auch die Soße, die lecker. Wow. Ein unfassbar guter Geschmack. Doris approved. Yes. Sehr gut, Leute. Also allein schon die Lasagne, dafür lohnt es sich hierher zu kommen. Wir haben noch ein paar Stops, deswegen der erste Stop, den haben wir ein bisschen tomatiger gestaltet, vielleicht den zweiten ein bisschen fischiger. Let's see. Das Schöne an den Restaurants hier direkt am Markt ist, dass sie auch die frischen Produkte vom Markt verwenden. Das habe ich ja auch schon zum Beispiel auf Mallorca, als wir auf Mallorca waren. Ich fand das so traumhaft, dass man an den Restaurants diese frischen Produkte spüren konnte. Und Leute, die Tomaten auf Sizilien, next level. Die sind richtig knackig. Man spürt regelrecht die Sonne des Mittelmeeres, es ist einfach nur lecker. Schön ein bisschen angemacht mit Meeressalz, Zwiebeln und Oregano, Olivenöl. Das perfekte Gericht für mich. Leute, Mercato de Capo, was eine Atmosphäre, oder? Wie war wir die Begeisterung? Wir sind völlig fertig, aber es ist total toll. Es war auf jeden Fall das, was man sich unter typisch italienisch vorstellt, ne? Das war ja definitiv das Dolce Vita, aber in extrem laut. Überall spielte Musik, die Grille wurden angeschmissen, die und Öfen. Mit Ballade. Genau, alle haben getanzt, also eine unvergessliche Atmosphäre. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, gegen 12, 13 Uhr geht das Leben dort so richtig los. Und auch vom Essen her muss ich sagen, Sit in Mancia, bestes Restaurant. Wir waren da schon vor 5 Jahren und wurden wieder herzlich begrüßt. Deswegen absolute Empfehlung, geht raus. Auch Grüße an Felipe, danke für die tolle Bedienung und wir gehen jetzt weiter. Hunting for Street Food. Let's go. So Friends, ich hoffe, euch gefällt das Video bisher. Wenn ihr noch ein paar Tipps rund um Sizilien haben wollt, dann habe ich euch alle notwendigen Informationen in meinem Reiseführer zusammengefasst. Den findet ihr unter www.get-away-club.com und da findet ihr extrem viele Informationen auch noch zu weiteren Unterkünften, wo man am besten übernachtet. Weitere tolle Foodspots auf der Insel und natürlich die wichtigsten Tipps rund um Sizilien. Auch die schönsten Strände habe ich dort verlinkt für euch. Schaut es euch gerne mal an und ich wünsche euch viel Spaß weiterhin mit dem Video. Freunde, nach dem ganzen Marktstress haben wir uns eine Sache verdient und zwar einen doppelten Espresso. Den kann man zu jeder Tageszeit auf jeden Fall genießen. Und wir sitzen hier in einer Bar, die nennt sich Paradiso Drink Factory. Super schön aufgebaut, irgendwo in der Altstadt von Palermo. Müsst ihr mal raussuchen. Kann sich hier auf jeden Fall genüsslich zurücklehnen, kurz dem ganzen Stress und der lauten Atmosphäre entziehen und einfach mal die Atmosphäre Palermos in Ruhe genießen. Salute! Nach einer kleinen Kaffeepause sind wir wieder an einem zweiten Markt angekommen. Zweiter Stopp, La Vucceria. Da waren wir noch nicht. Da waren wir noch gar nicht. Es sieht auf jeden Fall fantastisch aus. Wieder gefüllt mit Streetfood. Und ursprünglich hieß der Markt La Vucceria. Kommt von den Schlächtern. Denn es war der Markt der Schlächter. Mittlerweile nennt es sich Vucceria, weil es kommt aus dem Sizilianischen und bedeutet Verwirrung. Und ich glaube, das beschreibt diesen Markt ziemlich gut. Ich glaube, wir springen mal kurz rein und holen uns leckeres Streetfood ab. Ah,
Pronti sono, giovane! So Freunde, wir sind jetzt gerade auf dem Markt und mitten auf dem Markt ist ein Stand, wo es frische Arancini gibt. Das ist ein Reisbällchen gefüllt mit Mozzarella und verschiedensten Leckereien. Hier werden die frisch gemacht, haben wir vorhin auf dem Markt nicht frisch gefunden. Deswegen absolute Empfehlung, hier auf dem Markt der Butcheria vorbeizukommen und mal hier die Arancini zu probieren. Freunde, wir haben jetzt das Objekt der Begierde, ein Arancino. Ich erkläre es nochmal. Es ist ein frittiertes Teigbällchen mit Panade und innen drin ist Mozzarella und ein Ragout. Heißt das nicht Orange? Ich glaube ja, und es sieht auch aus wie eine Orange. Arancina, sagt die Ich hätte gern ein Messer. Oh, jo, ich hab nur gesagt, das ist mit Erbsen sonst. Das sieht sehr Erbsen gut aus. Drin. Einmal Erbsen und riecht schon mal würzig. Ist das der ultimative Geschmack, wie wir es damals erlebt haben? Viel, viel besser als gerade. Sehr gut. Viel authentischer. So, jetzt möchte ich auch mal probieren. Was haben wir drin? Erbsen. So ein Ragout. Mhm. Reis. Und dann Käse, oder? Ich glaube, Käse ist auch noch mit drin. Hm, probieren wir es mal. So, ich mache es den Oldschool Way. Wir haben einen Messina, hier aus Sizilien. Und ich würde sagen, alles fliegt runter. Wir beißen in den Arancini rein. Das ist der Geschmack Siziliens, Leute. Es ist fast wie eine Mahlzeit. Ich glaube, wenn man sich so ein Ding reinhaut, dann braucht man den ganzen Tag über nichts mehr. Na, kannst du schlafen gehen. Es schmeckt auf jeden Fall richtig gut. Das ist auch der Arancini, den wir beim ersten Mal hatten. Mit Erbsen. Wir haben hier ein bisschen Hackfleisch, genannt auch Ragout. Und dann noch Mozzarella. Richtig lecker. Absolute Empfehlung. Wow Leute, jetzt kommt mein absolutes Highlight und zwar gibt es hier frischen Fisch, Calamaris, Sardinen, Oktopus und das wird hier alles frisch paniert. Ihr seht, der Herr packt es gleich direkt in die Fritteuse und das kommt hier direkt frisch auf den Tisch. Absolute Empfehlung. Signora, what's the name of the restaurant? The name? Andrea. What's the name? This Andrea. Andrea, okay. Come to Andrea, perfect fish. Fresh. Oh,
Okay, und hier kommen wir zum Highlight meines Tages, frittierte Meeresfrüchte. Wir haben hier eine Auswahl an Sardinen, Thunfisch, Tintenfisch, Gambas, nee, sorry, Thunfisch gibt's hier gar nicht, aber irgendwie so ein Stückchen Fisch gibt's hier auch noch und Calamaris. Oh, darüber so ein bisschen Zitronensaft. Vor allen Dingen ein bisschen, die Zitronen sind einfach so groß wie mein Kopf. Einfach absolut riesig, oder? Und es duftet so gut. Und gerade hier in der Atmosphäre mit Live-Musik, Künstlern und umzingelt von Streetfood kann man es, glaube ich, nicht besser haben. Also snacken wir mal rein hier. Calamaris. Das ist auf jeden Fall mein Highlight der Streetfood-Tour. Kommt auf jeden Fall zum Markt Butcheria oder Butcheria. Und dann gibt es hier die Pescaria de Andrea. Die machen alles frisch. Dauert ein bisschen länger. Wir haben jetzt gut eine halbe Stunde gewartet auf unser Essen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde sagen, die Damen dürfen auch mal testen. Deftigen Streetfood haben wir uns ein Gelato verdient und wir haben hier Fragola und Pistacchio. Das ist das beste Gelato, was es hier in Palermo gibt, in der Gelateria Cappadonia. Mega leckeres Eis und ihr kennt gutes Pistazieneis an einer Farbe, die nicht so ansehnlich ist. Die muss ein bisschen aus nach Kacke aussehen. Kacke alla casa. Mama, du hast auch Kacke. Super, Mami. Cheers, salute. Wirklich eine erfrischende Abwechslung von dem ganzen deftigen Streetfood, auch wenn es richtig lecker war. Vor allen Dingen sagst du, wir haben uns nach dem Streetfood was Süßes verdient. Also wäre das... Ja, so ein bisschen Abwechslung. Das Erdbeereis ist auch richtig gut. Und ihr findet die Gelateria auf der Hauptstraße Richtung Porto Nova. Und hier findet ihr viele Souvenirshops, bisschen Street Art. Es gibt Leute, die hier frei malen und Musik machen. Richtig, richtig schöner Ort, einfach mal um durchzuschlendern und die Sonne Palermos zu genießen. Das machen wir jetzt auch. Cheers. Cheers. So Freunde, ich hoffe, euch hat die Food Tour durch Palermo gefallen. Wenn es so war, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und natürlich checkt auch gerne meinen Travel Guide aus. Da habe ich euch alle notwendigen Informationen rund um Sizilien nochmal aufgeschrieben, in einem Buch komplett verfasst. Ihr könnt es euch gerne auf euren Laptop oder euer Smartphone, Tablet herunterladen als reguläres E-Book oder ihr könnt euch auch gerne die Printversion bestellen. Da freue ich mich, euch natürlich die Printversion noch zu unterschreiben und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, tschaußen!